Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video. Und zwar werde ich die letzten Wochen ultra oft gefragt, wie ich meine Haare mache. Ich hatte dazu schon ein Video gemacht und hatte auch darauf hingewiesen, meinte aber ja, ein paar Produkte haben sich halt geändert. Und ja, viele wünschen sich ein Tutorial. Also ich bin ja nicht so der Haarpro, gebe ich zu, aber ich zeige euch trotzdem nochmal, wie ich meine Haare mache. Also was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ist zum Beispiel, wenn ich mir abends die Haare wasche, dann lasse ich die so lufttrocknen und wenn sie dann so zwischen feucht und trocken sind, dann mache ich mir hier oben so einen richtig hohen Bann und gehe dann schlafen. Also ich trage halt auch eine Schlafmaske. Das, wenn ich liege, mir dann die Haare da nicht stören, mache ich meinen Bann ganz nach oben, also so richtig hoch. Und mir ist dann aufgefallen, dann sind die Haare am nächsten Morgen halt trocken. Aber dadurch, dass ich den so hoch mache, habe ich hier im Ansatz halt ein richtig krasses Volumen, was halt auch richtig lange hält, ist mir dann so aufgefallen. Number one. So, und dann, wenn ich sie mir dann style, wenn, also ich bürste mir jeden Tag die Haare, ich werde jetzt so alle Haarfragen beantworten, die kommen. Bürste mir zweimal am Tag die Haare, morgens und abends. Manchmal auch dazwischen, aber eher selten, wenn ich ja gerade hier bin und die Bürste sehe, dann mache ich das. Viele fragen zum Beispiel auch, wie meine Haare so lang geworden sind, was ich gemacht habe und was ich nehme. Also ich nehme nichts, keine Ahnung, diese Nährstoffkapseln, wie heißen die? Diese Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel, genau, da, also sowas nehme ich nicht. Ich versuche, mich so gesund wie möglich zu ernähren. Die letzten Jawohl. Monate war, ja. Ich merke aber dadurch, dass ich, ja, dass meine Ernährung vielleicht nicht so stark ist, dass ich dann dadurch auch stärker Haarausfall habe. Ich habe auch das Gefühl, so schlechte Ernährung und Stress sind bei mir so die krassesten Auslöser. Und dadurch, dass ich auch immer noch die Darmproblematik habe, die ist zwar besser, beziehungsweise ich lebe einfach mit ihr mittlerweile. Sie ist eine Sie, habe ich gerade rausgefunden. Ja, aber meine Haare und meine Nägel wachsen schon, seitdem ich denken kann. Also seitdem ich mich daran erinnern kann, Haare und Nägel sind bei mir, da kann man wirklich zugucken. Das ist das wahrscheinlich genetisch oder so. So, Haare sind gebürstet, das ist schon ziemlich wichtig. Und dann mache ich nichts in meine Haare. Also ich Shampoo, Spülung, das war's. Keine Hairstyling-Produkte oder so. Also ich habe jetzt nichts, was ich vorher in die Haare noch einmassiere. Einmal im Jahrhundert mache ich eine Haarmaske, aber ja, yeah, whatever. Dann nehme ich so einen Kamm, die gibt es bei DM Rossmann, super easy. Und dann mache ich mir persönlich gerne einen Mittelscheitel, aber ihr könnt natürlich auch ja, einen Seitenscheitel, das ist eigentlich ziemlich egal. Auch da, also bei Haarpflegeprodukten nehme ich nichts Bestimmtes. Ich habe jetzt gerade was von, ach, keine Ahnung, wie die heißen, aber auf jeden Fall ist das super parfümiert und ich habe das Gefühl, das reizt meine Kopfhaut so, dass ich richtig Juckreiz habe, auch Schuppen, weil das so austrocknet, glaube ich. Da würde ich auf jeden Fall was anderes nehmen. Meine Haare sind gerade nicht gewaschen seit ein paar Tagen. Ich wasche mir einmal die Woche die Haare, höchstens zweimal. Dann fange ich auch schon an, meine Haare zu stylen. Also, wenn ich richtig faul bin und es schnell gehen muss, dann trenne ich mir die Haare einfach so. Einfach so. Eine Seite, andere Seite. Und dann nehme ich meinen Lockenstab. Das ist der von GHD Curve. Ich habe zwei Größen. Also das ist der dickere und dann habe ich aber auch noch einen schmaleren. Aber ich greife eigentlich fast immer zu diesem hier. Den anderen hatte ich mir geholt, da hatte ich ein bisschen kürzere Haare. Und dann war es ein bisschen leichter, wenn das Volumen von dem Lockenstab ein bisschen schmaler ist. Aber ich glaube, in dem letzten Video habe ich auch schon den hier genommen. Das ist halt die faule Variante und dann nehme ich halt von hinten, dann arbeite ich mich bis nach vorne durch. Aber wenn ich ein bisschen mehr Volumen will, auch ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich das so, dass ich mir die Haare einmal so teile. Also von unten nach oben. Und das obere Teil, das nehme ich mir erstmal aus dem Weg. Also ich meine, am Ende wisst ihr halt alle, wie man sich die Haare lockt, ja. Zum Haare glätten nehme ich nur noch das von Dyson. Dazu hatte ich ja auch eine bezahlte Partnerschaft, was mega cool ist. Und ja, seitdem nur noch das. Alle anderen Haarglätte habe ich verschenkt. Und das ist das Einzige, womit ich mir die Haare glätte. Und dann teile ich mir das auch nochmal, so Mitte, so links, rechts. Und ich habe immer meine Haarbürste dabei, weil meine Haare sind, haben so eine Struktur, die krüsseln gern mal wieder zusammen. Und wenn ich sie mir locke, dann sollen die schon glatt sein. Das heißt, ich nehme mir von hier hinten die erste Strähne. Ich gehöre zu der Ration Haare in den Mund. Wisst ihr aber nicht, könnt es euch nochmal hochklemmen, aber ich bin mal real, real. So, worauf ich
Allerdings achte beim Lockenmachen, das ist, glaube ich, das, was meine Locken dann wiederum ausmachen, weil ich habe gemerkt, wenn ich den Lockenstab so halte, dann habe ich immer einen Knick und die Locken sehen nicht so cool aus. Ich achte immer darauf, was es aber auch komplizierter macht, ist, dass der Lockenstabkopf immer nach unten zeigt. Also nie so oder so, sondern immer nach unten. Rechts geht's voll gut, weil ich halt Rechtshänder bin, aber das ist schwer, das so für mein Gehirn zu koordinieren. Ich hatte schon voll Probleme bei dem ersten Lockenvideo und als ich das Dyson-Video gemacht habe, war ich auch ein bisschen so... mein Gehirn ist ein bisschen überfordert. Also das ist halt wichtig bei der Lockentechnik. Ja, also ich nehme mal dicke Strähnen, mal dünne Strähnen, da achte ich überhaupt nicht drauf. Das Ganze lasse ich für 10 Sekunden. Ihr könnt auch länger, bei mir reichen 10 Sekunden. Wenn ihr sie ein bisschen, also noch undefinierter haben wollt, dann könnt ihr, wenn die Locke noch heiß ist, einfach so ein bisschen dran ziehen. Dann bleibt die nicht so krass gelockt. Also dann sieht es noch natürlicher aus. Ich lasse das so, weil nachher bürste ich das eh aus. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich sie ziehe und dann ausbürste, dann bleibt zum Schluss einfach so eine Welle. Und die habe ich von Natur aus sowieso. Deswegen... Für den Effekt lasse ich so. Ja, und so arbeite ich mich Stück für Stück vor und achte natürlich darauf, dass der Lockenstab wirklich immer unten ist. Ich mache da jetzt auch keine Perfektionsarbeit, ja. Also ich achte nicht darauf, dass jede Locke voll perfekt sein muss, so. Aber vielleicht macht es das halt genau aus. Ich hatte vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile schon mal Produkte zugeschickt bekommen. Und also die Marke kannte ich, aber ich habe noch nie was von denen ausprobiert. Und da waren so zwei Produkte, bei denen ich dachte, ach ja, komm, probiere ich mal aus. Und dann an dem Tag hatte ich mir auch die Locken gemacht. Und es war richtig cool. Und seitdem benutze ich die Produkte. Aua, fuck. Ja, und seitdem benutze ich die Produkte zu den Haaren. Und ich glaube, das macht das vielleicht auch nochmal aus, warum so viele danach fragen. Also ein paar Sachen habe ich verändert. Also zum einen, dass ich meinen Lockenstab wirklich immer runterhalte. Ich glaube, das habe ich im anderen Video vor einem Jahr oder so nicht gesagt. Ich glaube, das sogar ein Jahr her ist. Achso, und worauf ich achte, das ist auch nochmal wichtig. Ich glaube, beim anderen Video habe ich die Locken mal so gewickelt und dann mal so gewickelt. Und jetzt wickele ich die nur nach da, also vom Gesicht weg sozusagen. Also so rund. Nicht so rein, sondern so aus. Hier vorne sind meine Haare sehr dünn. Ich glaube, das ist bei vielen so, ne? Da mache ich nicht so viel Hitze, weil die brauchen noch nicht so viel. Jetzt kommt die schwierige Seite. Die hasse ich. Also richtig ein Akt halt, ne? So richtig dahinter, weil sonst... So, und dann ganz vorsichtig, weil hier verbrenne ich mich immer gerne. Ja, Vorführeffekt, richtig Katastrophe heute. Oh, wieder verbrannt. So, und dann werfe ich die Strähnen einfach nach hinten, so aus dem Weg. Das ist dann der hintere Teil, also beziehungsweise der untere Teil. Und Densen. Kommen wir auch schon zu der Seite. Hier teile ich nicht mehr, außer hier so. Und dann mache ich eigentlich wieder das Gleiche. Dann achte ich nur so ein bisschen drauf, dass ich natürlich die gemachten Locken nicht nochmal locke. Und auch hier immer durchbürsten, damit das ja so ordentlich wie möglich irgendwie ist. Ah, und was ich noch nicht mache, ist, dass ich hier ganz krass oben ansetze, sondern ich fange mal hier so ein bisschen ja, mit dem Lauf der Haare irgendwie an. Weil auch das sieht immer ein bisschen besser aus, finde ich persönlich. Zu meinem vorderen Teil, ich habe ja einen Stufenschnitt, das heißt, hier ist kürzer, hinten immer länger und so. Da versuche ich das auch nochmal so ein bisschen zu unterteilen und ich setze den Lockenstab nicht so weit oben an, sondern ein bisschen weiter unten. Weil das sieht dann auch bei mir mal so komisch aus, irgendwie wie so ein Buch, was man so aufschlägt. So Farrah Fawcett mäßig. So, und hier ziehe ich tatsächlich immer so ein bisschen dran, damit es vorne nicht zu krass definiert ist. So, und dann lasse ich so ein bisschen auskühlen. Ich weiß, dass meine Blondierung im Haar im Video viel, viel wärmer wirkt, als es eigentlich in real life ist. Nur mal so zur Info. Ja, Vorderteil, same, same. Aber da versuche ich auch nicht so lange Hitze drauf zu halten, weil die Vorderteile sowieso schon voll dünn sind. Und auch hier ziehe ich so ein bisschen dran, dass das vorne nicht so definiert ist. Ja, und das gleiche hier natürlich auch mit der Seite, ne? Bei mir hält das Volumen
so wie ich das dann auch style, aber das hängt sicherlich auch ein bisschen von der Haarstruktur ab. Also davon kann ich wirklich, bis ich mir die Haare wasche, habe ich was davon. Klar, umso mehr Tage es werden, umso, ja, es ist nicht mehr so wie am ersten Tag, ist klar. Aber ja, ich könnte halt damit wirklich lange aushalten. So, vorne ist auch und hier ziehe ich die Vordersträhnen, habe ich jetzt auch gemacht, weil die ist zum Beispiel nicht so gut geworden. Die kann ich dann gleich nochmal machen. So ein bisschen kompliziert. Den Lockenstab mache ich aus. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Ich bin nicht so krass, dass ich sage, okay, wenn da jetzt eine Strähne noch hinten ist, die nicht so gut ist, dann lasse ich es halt einfach so. Ja, könnt ihr natürlich halt anders machen. Was ich jetzt mache, ist die Haare auskühlen lassen. Ich merke, hinten ist eine richtige Hitze. Ich, keine Ahnung, ich gehe raus aufs Klo, mache mir einen Tee oder was auch immer. Ich lasse einmal so 5 bis 10 Minuten vergehen, damit die Haare wirklich einmal komplett auskühlen. Und ich lasse die Locken komplett so ruhen. Haare sind schön ausgekühlt. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, also früher habe ich mir die Locken ausgebürstet mit meiner Haarbürste, also mit halt irgendwie sowas. Dann habe ich weiß nicht, ob das Leti gemacht hat, ich glaube schon, dann habe ich mir von Ebelin, keine Ahnung, ist das Rossmann, DM, auf jeden Fall so einen Kamm hier gekauft aus der Drogerie. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich das benutze, dass meine Locken nicht so kaputt macht. Also nicht, dass es kaputt macht, aber ich habe das Gefühl, so eine Bürste bürstet halt richtig aus. Und das unterteilt einfach nochmal, dass man so ein schönes Volumen hat. Und vielleicht ist das auch das gewisse Etwas, warum so viele jetzt nochmal nach diesem Haartutorial halt gefragt haben. Das ist meiner Meinung nach essentiell. Seitdem ich das mache, finde ich meine Locken auch persönlich viel, viel geiler. Ja, okay, also Locken sind ausgekühlt. Und dann bürste ich die mir wirklich von ganz vorne komplett aus. Seht ihr das? Die Locken werden gelockert. Das sieht nicht mehr ganz so steif aus. Haha, sie hat steif gesagt. Und dann kommen wir zu dem Produkt, was ich, wie gesagt, zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist es von Color Wow. Das ist so ein Pop and Lock High Gloss Finish. Und ich benutze eigentlich immer das von She. Das ist auch so ein ziemlich cooles Zeug. Flüssig, auch wie so ein Gloss, aber natürlich nicht so klebrig. Fast wie ein Öl, aber auch kein Öl. Das verteilt man dann so in die Haarlängen. Und dann gibt es halt nochmal so ein schönes Finish, ohne dass es die Haare austrocknet. Das hatte ich mal bei einem Shooting. Die Hairstylistin hatte das bei mir benutzt. Sie hatte mir nämlich richtig krass die Haare geglättet. Und damit das dann nicht so komisch trocken absteht und alles, hatte sie das benutzt. Und danach habe ich mir das nachbestellt. Aber das finde ich auch geil, weil das ist das Schimmer drin. Könnt ihr das sehen? Ja, hier ist halt unheimlich viel Produkt drin. Man braucht auch nur sehr, sehr wenig davon. Das ist halt Apply evenly to wet hair and style as usual. Or slightly smooth over dry styled hair for extra shine. So benutze ich das. Ich habe das noch nie über nasse Haare ausprobiert. Ein Pump, so viel. Also wirklich so ein Hub. Vielleicht noch einen halben so. So viel. Und das verteile ich komplett so in meinen Handflächen. Das riecht auch richtig gut. Also es ist zwar sehr stark parfümiert, aber halt so ein typisches Hairstyling-Produkt. Und dann gehe ich so in meine Haarlängen. Auch gerne hier so, weil vorne ist irgendwie am trockensten bei mir. Und ziehe das so ein bisschen. Ein bisschen verteile ich auch hier oben, so die Reste. Ich finde, dadurch wirkt es auch nicht, also auch nicht mehr so trocken. So ein bisschen geiler so. Juicy. Juicy. Nehme ich nochmal meinen Kamm und kämme das jetzt nochmal aus, damit das nicht so zusammengepappt ist durch das, also halt durch das Produkt. Also lockere ich das Ganze nochmal. Ja, das sind meine Locken, Kinders. Und dann gibt es aber noch ein extra Produkt. So, es hat sich kaum was verändert und dann so dünn, 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 dünn. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie mit der Kombination bin ich super happy und seitdem ich das auch mache, kommen halt diese krassen Anfragen und ich denke so, eigentlich habe ich nicht viel verändert, aber eigentlich merke ich, dass ich doch ein paar Sachen verändert habe und das ist auch von Color Wow, das ist so ein extra mystical shine spray, das hatte ich auch von Aven, heißen die Aven? Nee, Avena? Alveda? Ne? Also so ein Shine Spray. Alvera. Alvera? Also man soll es halt so schütteln. Also hier steht auch, man soll es von ein paar Inches weghalten. Kann ich euch auch nur empfehlen, weil das ist halt echt wie so ein Lack. Und wenn man zu dolle macht und zu viel, dann sieht das aus, als hätte man fettige Haare und dann hat man wirklich nichts gewonnen. Dann sieht es aus, als hätte man sich seine richtig fettigen Haare gestylt. Also, ne, jetzt so die letzten Finishes, so.
Seht ihr diesen Shine jetzt? Diesen Gloss? Dadurch sieht es wirklich nochmal so extra glossy, shiny aus, aber man muss halt wirklich wenig nehmen. Ich hatte das nämlich mit diesem Aven Aveda Aleda Ding durch so, ja, und dann sah es wirklich so aus, als hätte ich, ja, mir die Haare nicht gewaschen, aber voll krass gestylt. Das ist meine aktuelle Haarlockenroutine. Ein paar Sachen haben sich dann doch irgendwie verändert und ja, damit bin ich super happy. Das hält mir ziemlich lange. Macht mir auch gerne nach vorne. Ich zeige es euch auch nochmal von hinten. Ja, und dann auch da fragen viele, wie ich mir diesen Zopf mache. Also ich style mir die Haare exakt so. Oder halt ein, zwei Tage danach. Und dann nehme ich mir einfach so ein Gummi hier vorne. Ich hoffe, das Tutorial war hilfreich und es hat euch gefallen. Ich fand es super easy, quick one. Ihr findet hier auf jeden Fall zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.